So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, einmal rausschälen aus der Lotus Elise Sport 240 Final Edition. Das hier ist die letzte Lotus Elise, die man kaufen kann. 2022 ist Ende. Dann ist dieses unglaubliche Stück an Fahrspaß für die Straße Geschichte. Gibt's keinen mehr. Und es war ja klar, dass es nicht ohne Schelle geht, ne? So, jetzt stoppen wir mal die Zeit, wie lange er braucht, bis er rauskommt. Matthias! Komm raus, Niki! Hopps. Matthias! Schäl dich! Ui, ist es! Ja, ich war da drinnen! Ich war da drinnen! Auf jetzt! Du erzählst, ja, servus! Du erzählst irgendwas von purem Autofahren. Das Ding ist pures Autofahren. 922 Kilo, Niki. Eben, und hier haben wir 525. Das sind über 400 Kilo Unterschied. Und im KTM ist es also, dass 4,5 Nikis weniger bewegt werden müssen. KTM 7485R. Der Name ist ein bisschen länger, aber der Fahrspaß ist größer. So schaut's aus. Wie viel Leistung hat der? 240. Der hat auch 240 PS. Ja, 243. Ja, und dann 400 Kilo. Der wiegt 400 Kilo weniger. Genau. Das ist ein großer Unterschied. Wir machen 4 Challenges. Gut. Drag Race. 1000 Meter, damit fangen wir an. Challenge 2, Dach drauf bauen, viele Drückknöpfe. Puh, bin ich mal gespannt, wie das wird. Was machen wir in Challenge Nummer 3? Ja gut, da zeigen wir mal wirklich auf, was bringt Gleichbau. Wir holen uns ein Vergleichsfahrzeug, dann haben wir verschiedene Aufgaben und dann werden wir sehen, was ist der Vorteil. Und das Vergleichsfahrzeug wiegt doppelt so viel wie die Kisten. Genau. Aber hat die gleiche Leistung. Genau. Challenge Nummer 4 ist natürlich die schnelle Runde selber. Da geht's richtig zur Sache und weil das für uns eine der wichtigsten Sachen ist natürlich die Fahrdynamik, geben wir diesmal 2 Punkte, damit jemand, der vielleicht ein bisschen hinten rumhängt, noch mal dran vorbeiziehen kann. Weil wenn du schneller bist auf der schnellen Runde, dann ist es einfach ein geileres Auto. Für die gehört's ja. Gut, wollen wir uns ein bisschen warm fahren? Machen wir doch. Jetzt wird's das erste Mal richtig ernst. 1000 Meter. Wer ist schneller da? Der Niki wird auf jeden Fall einen großen Vorteil haben beim Wegfahren, beim Losbeschleunigen aus dem Stand, weil er natürlich 400 Kilo weniger wiegt als ich. Aber sein Motor ist vorne montiert, sein Antrieb hinten, mein Antrieb ist hinten und der Motor ist auch hinten. Motor drückt auf Antrieb gleich viel Traktion. Drag Race wird jetzt eine wirklich interessante Nummer, denn ich habe einen Saugmotor. Die ganze Kraft einfach am Boden zu bringen, ist sehr, sehr schwierig. Also ich hoffe jetzt mal schwer, dass eben beim Drag Race der KTM durch das weniger Gewicht auch wirklich gewinnt. Das 1000-Meter-Rennen wird, glaube ich, sehr, sehr schwer für mich. Ich weiß nicht, wer vorne ist, deswegen fahren wir es einfach aus. Wie immer. Okay, 1000 Meter, ne? 1000 Meter. Traktion, dein Motor ist vorne montiert, glaube ich, ne? Ja. Hinten Antrieb, bei mir beides hinten. Aber mein fetter Arsch ist da direkt an den Rädern. Das sieht auch sehr, sehr gut aus, ehrlich gesagt. Ich komme mir vor, wie wenn ich mit der Partywanne fahren darf. Also meiner ist auch nicht besonders groß. Guck mal, wie man da die Fenster macht. Fenster werden überbewertet. Aerodynamik. Ready? Besserer Start für Matze. Oh, was ist denn los? Viel, viel besserer Start. Jetzt kommt er ein bisschen. Jetzt kommt meiner. Come on! Come on! Das gibt es doch nicht! Ich krieg ihn wieder! Alter, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich hab's euch gesagt! Ich hab es euch gesagt! Yes! Nein! Junge, so ein knappes Rennen hatten wir noch nie! Noch nie war es so knapp! Das waren Meter! Das darf doch nicht wahr sein! Scheiße! Yes! Alter! Das war unser knappstes Rennen ever, würde ich jetzt mal sagen, Niki. Mit den meisten Positionswechseln auch noch. Unglaublich! Also Start. Wie er das wieder gemacht hat,
dieser Matze. Ja. Also das ist ja, ja, also ganz im Ernst, Niki. Ja, ist ja schön. Ein geiler Start. Ja. Jetzt hat doch keiner. Ich habe mich dann noch mal nach vorne arbeiten können. Glaube ich, der Niki ist dann rangekommen. Ich dachte so, nein, er geht weg. Und dann ist das, was ich schon vor dem Rennen vermutet habe. Was ist dann zum Tragen gekommen? Dann ist meine Hautfalten haben den Wind so verwirbelt, dass das Auto nicht mehr schneller gegangen ist. Ganz also, genau. Mein Kopf weggerissen. Die Aerodynamik dieses Fahrzeugs ist, glaube ich, nicht so gut wie die Aerodynamik dieses Fahrzeugs. Also da braucht man jetzt nicht wirklich groß schauen, dann sieht man den Unterschied. Aber sensationell, wie ich mich dann wieder rangesaugt habe. Und dann mit 1,20 Meter vielleicht Vorsprung gewonnen. Gut. Bam! Somit geht der erste Punkt an den Matthias im Lotus. So, also 1:0 steht's, Niki. Das läuft wieder mal für mich. 1:0 für Matthias. Niki, es fängt an zu regnen. Es tröpfelt leicht. Ja, meine Dinge, aber wir machen jetzt die Dächer drauf. Nein, ich baue sie nicht drauf. Doch. Nein, ich baue dieses Dach nicht drauf. Jetzt, wir checken jetzt, wie das ist, die Dächer drauf zu bauen. Und nachher kommen wir mit der Gießkanne und gucken, wie dicht sie sind. Okay, das kann sich nur im halben Tag handeln, aber ich werde es machen. Bei mir gucken wir, wie dicht das Dach ist. Und bei dir gucken wir, wie dicht die Wanne ist, wie viel unten wieder rausläuft. So, mein lieber Niki, nächste Challenge ist das Thema Verdeck. Oh. Wir bauen jetzt drauf. Wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. Danach gibt es noch einen kleinen Wassertest hier. Okay. Ich weiß noch nicht einmal genau, wo es überhaupt ist, wie das Ganze funktionieren soll. Da ist, glaube ich, wirklich ein Kniff dabei und es wird länger dauern. Also es kann schon sein, dass ich ein paar Tropfen abkriege. Auf die Plätze, fertig, los. Wir messen, wie lange Niki und Matthias brauchen, um ihre Dächer drauf zu fummeln. Was die Moderatoren nicht wissen, den Punkt gibt es nur für denjenigen, dem am spätesten ein Schimpfwort rausrutscht. Was ist... Ich glaube, das ist von deinem Matthias. Das geht gar nicht zu meinem. Ja, der war gut. So, also schwarz, schwarz. Und dann muss man das da so reindrehen. Dann muss man den schwarzen Haken rein und dann dreht man das so rein. Und dann klappt das ein und dann rastet das ein. Dann geht man auf die andere Seite. Und dann tut man das Schwarze wieder da rein und dreht man das wieder so. Und dann rastet das wieder ein und dann ist es fertig. So, Halbzeit. Die Tür ist schon drin, er sagt Halbzeit. Jetzt sind hier drin noch so zwei so Spannerteile. Solche. Also bei mir schaut es schon mal ganz gut aus. Losfahren könnte ich auf jeden Fall. Losfahren kann ich ja schon lange. Ja, aber das muss ja das Dach auch ganz bleiben. Erster! So, Niki. Und es schaut aber schon richtig passgenau aus hier. Soll ich dir mal helfen? Nein, du reißt das ja wieder weg. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, das geht so rum. Fertig, ist ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite musst du noch mal gucken, da ist noch nicht fertig. Da ist doch hier, das ist doch alles schlabberig, Niki. Und da hinten, das kann auch nicht so sein. Ist da was drin, oder? Hier, guck mal, was ist das? Kann es sein, dass da irgendwas abgeht? Ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich glaube, da wurde irgendwas nicht mitgeliefert. Die Verdeckbügel waren nicht hochgeklappt. Jetzt sollte es endlich besser passen. Niki? Ja? Bist du da irgendwo? Ich bin da drin. Ja. Klapp, 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 klapp. Das schaut schon mal gut aus. Der Flügeltüren, gell? Lambo-Style-Doors. So, da hinten noch die Knöpfe. Ich könnte. Ja? Abfahren. Eigentlich war der Gag an der Nummer. Und damit ist es jetzt unentschieden, dass derjenige den Punkt kriegt, der am spätesten Schimpfwort benutzt, wenn er das Verdeck drauffummelt. Yes! Wir benutzen keine Schimpfwörter. Kurze Fünferl. Scheißdreck. Fuck off. Scheiße. Leck mich am Arsch. Kurze Fix. Bei mir in meinem Leben hin und wieder rutscht mal was raus. Hin und wieder. Ab und zu. Aber ganz selten. Hin und wieder bekomme ich ja Zuschriften, dass ich da immer irgendwelche Schimpfwörter in den Mund nehme. Und die rutschen mir oft leicht raus. Aber selbst jetzt hier, ich bin es ganz gelassen angegangen. Der Niki flucht normalerweise immer. Ihr habt dir das doch vorher verraten, dass es ums Fluchen geht. Ich wusste es ja wirklich nicht. Niki, das war ein Unentschieden. Und somit steht es jetzt 2:1 für dich. Wir machen jetzt einen Real-Test. Wir warten, bis es regnet und dann fahren wir es aus und wir gucken, wo tropft es das erste Mal rein. Okay, Abfahrt. Da hinten fängt es an zu regnen, Niki. Die Gießkannen brauchen die Jungs nicht mehr.
Mutter Natur sorgt für den ultimativen Härtetest und eine zusätzliche Challenge. Derjenige, der am Ende der Regenfahrt trockener aus dem Auto steigt, bekommt einen Punkt. Ich bin ja froh, dass ich noch im Trockenen sitze. So, inzwischen haben wir schon leicht Wasser am Ellenbogen, aber noch überwiegt der Fahrspaß. Junge, das ist ein Spielzeug, sensationell. Einmal ganz kurz das Grundrezept besprochen. Ja? Wir haben ein Auto mit Heckantrieb, mit einem Mittelmotor. Wir haben keine Servolenkung. Alles ist hier auf Leichtbau getrimmt. Und du hast aber trotzdem noch so ein Fünkchen Restkomfort. Das ist ein komplettes Auto. Wir haben hier ein schönes Verdeck, also auch wir haben ein Cabrio. Aber hier regnet es nicht rein, im Gegensatz zu dem Fahrzeug von Niki Sellers. Einlenkung ist sehr schön, aber ich sitze drin wie fast im Formel 1. Ich kann mich nicht bewegen, wenn diese Seitentasche nicht mehr. Wasser. Alles ist mit Wasser voll. Also was natürlich jetzt wirklich schlecht ist, ist, dass es so krass regnet. Vor allen Dingen, glaube ich, für den Niki, weil der wird, glaube ich, keine trockene Hose mehr haben. Like a dog without a bone and actor out alone. Der ganze Arm ist nass. Sein kompletter Arm ist nass. Ah, Matthias. Ja, mach doch mal die Tür auf. Ich mache jetzt einfach mal die Tür auf. Steig doch mal aus. Ein kleiner Vorteil ist, wenn man einfach die Schuhe mal schon vorher auszieht. Ah, und deine Socke hinten ist nass, oder? Meine Socke hat leichte Feuchtigkeit. Weil der Wagen voll läuft, ja? Riecht das richtig? Und dein Arm ist nass. Ja, Matthias, schau mir mal an. Ich gehe jetzt zum Trockenföhnen, bin total nass. Das hat so gar keinen Sinn jetzt. Vielleicht wird es dann draußen auch ein bisschen trockener. Das Ergebnis ist eindeutig. 3:1 für Matthias und den Lotus. Der Caterham 7 485R. 240 Sauger PS treffen auf kompromisslosen Leichtbau und 525 Kilogramm. Den Testwagen gibt es für 69.770 Euro. Lotus Elise Sport 240 Final Edition. Der Kompressormotor leistet 243 PS und muss mit 922 Kilogramm unter einer Tonne bewegen. Der Testwagen kommt auf 64.197 Euro. So, Niki, jetzt geht's ums Thema Leichtbau. Genau, es geht um Leichtbau. Wie bringt uns Leichtbau was? Wir haben ein Vergleichsfahrzeug zu unseren beiden Leichtbaufahrzeugen. Einen ganz normalen Audi A5 mit 1635 Kilo. Genau. Hier habe ich 525, also der Audi wiegt dreimal so viel wie mein Caterham. Meiner wiegt 922 Kilo, aber leistungstechnisch ist er ungefähr gleich mit 265 PS. Das wird auf jeden Fall mega spannend. Der Parcours startet mit dem Sprint von 0 auf mindestens 100 km/h. Wer schafft es danach, den 18-Meter-Slalom mit der höchsten Geschwindigkeit zu durchfahren? Anschließend muss wieder auf exakt 100 km/h beschleunigt und dann sofort bis zum Stillstand runtergebremst werden. Die Gesamtzeit danach ist entscheidend für den Gewinn dieser Aufgabe. Ich bin mir ehrlich gespannt, aber es geht ja nichts über Leichtbau. Ja, das ist hundertprozentig sicher, dass nichts über Leichtbau geht. Mhm. Die Frage ist nur, wie groß ist der Unterschied zu ihm hier? Und dann natürlich, welcher von unseren beiden ist schneller? Also wir haben vier verschiedene Werte, die ich hier notieren werde. Ich habe da schon was vorbereitet. Kleine Tabelle. In Schönschrift auch noch. Du fährst die Referenzzeit mit dem Audi. Ich bin super gespannt, vor allen Dingen auch, wo die Unterschiede sind. Kann auch sein, dass die im Slalom mehr oder weniger alle gleich schnell sind.
Ja, der Allrad, das ist vielleicht... Beim Beschleunigen könnte es vielleicht was helfen? Ja, egal, los geht's, ja? Ja. Also ich glaube jetzt wirklich nicht, dass der Audi als Referenzauto hier eine Chance hat gegen diese beiden Leichtbauraketen. Beschleunigung wird er hinten dran sein, durch den Slalom ist es ein Muss eigentlich. Beim Bremsen weiß ich jetzt nicht genau. Also das kann nicht sein, dass der irgendwo mithält, außer beim Bremsen. 3, 2, 1, go! Der geht schon richtig gut weg, ne? Also für 2,65 ist es sehr viel. Boah. Du bist aber ein kranker Fahrer, Niki. Und. Alter Schwede. 20,78 ist schon mal die Gesamtzeit. Beschleunigung, um zum Sagen. Ja. 5,538. Slalom. 67 bist du gefahren. Maximal. Der Bremsweg? 35,07 Meter. Also die Beschleunigung von 5,538 ist Wahnsinn. Genau. Was dem Auto noch hilft, ist natürlich der Allrad. Genau. Durch den Slalom, da kommst du dann schon auch raus und mit beschleunigen. Also das hat sehr viel Sinn. So, Niki, weiter geht's zum Lotus? Jo. 0 auf 100, Slalom und dann runterbremsen wieder auf 0. Bist du soweit? Ich bin soweit. Haust aber auf die Gänge rein. Alter Schwede, fester kann man da nicht reintrampeln. Die Gesamtzeit. 19,81. Beschleunigung hat man. Beschleunigung 5,259 Sekunden. Gut. Speed im Slalom war? 66 sogar. Ja. Bremsweg 35,904. Das ist fast ein Meter länger als der Audi. Mhm. Was nicht cool ist. Das ist nicht cool. Bei der Beschleunigung liefert der Lotus ab. Im Slalom und beim Bremsweg ist jedoch der Audi vorne. Bei der Gesamtzeit ist der Lotus knapp eine Sekunde schneller. Das ist natürlich wirklich nicht. Wir haben natürlich gedacht, dass es besser geht. Auf jeden Fall. Wegen weniger Gewicht, aber dafür muss die Bremse halt doch besser sein. Mhm. Und die Reifen. Genau. Und vielleicht hilft auch die Elektronik, die natürlich hier nicht drin ist, die der Audi hat. Entscheidend für den Punkt ist aber die Gesamtzeit. Kann Niki im Caterham die 19,8 Sekunden von Matthias im Lotus schlagen? Wir fahren uns jetzt mal warm. Hört sich gut an. Das ist doch kein Auto. Was ist das für ein schwachsinniges Auto? Niki, Niki, bitte hör auf. Nein, 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 hör auf. Du kannst vergessen, dass ich bei der schnellen Runde mitfahre. Das kannst du so vergessen. Wieso denn? Das mache ich auf gar keinen Fall, weil es zu gefährlich ist. Ich mache mir in die Hose vor Angst, wenn du in die Kurve fährst. Wir haben jetzt eine ganz andere Übung. Da fliegen dir die Gurte in der Fresse rum. Bam, 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 hat's gemacht. Ja, bei mir ja. Was ist das für ein Schwachsinn? Was erlaubest du uns? Oh. Muss ich erst mal einen Knoten da reinmachen? In meinen BH hier. Gott. Also ganz im Ernst, was ist das für eine Konstruktion, dass die Gurte so lang werden, dass sie dir im Gesicht rumpeitschen? Das Auto hat damals Colin Chapman konstruiert, da gab es noch keine Gurte. Ja. Und jetzt muss das da rein, das passt halt nicht. Ganz genau, jetzt habe ich eine Schleife reingemacht, jetzt kann man loslaufen. Oh Gott, ich fühle mich echt irgendwie verarscht. Wir fahren um Bestzeit und dann sitzt so ein Kasperl neben mir, wo mein Auto runtermacht. Fahr jetzt erst mal Bestzeit. Versuch mal schneller zu sein als der Audi. Ich werde es. Oder erstmals der Lotus. Lotus, 5,259. Ja. Das musst du erst mal schaffen. Oh. So, jetzt fahren wir das Ganze mit dem Gang. Jetzt fahren wir doch mit dem Gang.
kann die Zeit nicht lesen, weil ich Sand im Gesicht, in den Augen habe. Die Bremse nicht einfach voll rein. Nein, wir haben ja kein ABS. Wir haben auch keinen Bremskraftverstärker. Also ihr habt kein ABS, ja? Nee. Okay. So, super Auto, Niki, auch mit dem Aussteigen. Das ist richtig klasse. Also wir kommen zum Gesamtfazit. Audi gegen Lotus gegen Caterham. Also Leichtbau. Leichtbau gegen ganz, ganz schwer und ganz, ganz modern, um das schon mal vorne wegzunehmen. Wir haben sehr, sehr spannende Zahlen erfahren. 0 auf 100 war der Audi sehr, sehr gut. 5,538. Wie weit geht's mit dem Lotus? 5,259. Mhm. Caterham war der Beste. Aber er war sehr weit weg von seiner angegebenen Zeit. 3,4 soll er auf 100 gehen. Er hat aber 4,7 gebraucht. 18 Meter Slalom, unfassbarerweise. Ist der Audi im 18-Meter-Slalom der schnellste? Man muss ehrlich sagen, für diesen Versuchsaufbau ist der Leichtbau nicht unbedingt das Bestmögliche. Schon seltsam, dass beide, sowohl der Lotus als auch der Caterham, nicht wirklich abliefern, was die Fahrdynamik anbetrifft. Caterham war der langsamste, Lotus der zweitschnellste. Aber? Also unfassbar. Woran ist es gelegen für dich? Ja. Allrad plus Assistenzsysteme. Genau. Beide keine Servolenkung, beide eher eng, kleine Lenkräder. Du sitzt im Audi drin. Entspannt. Perfekt, das ist das Thema Fahrbarkeit. Auch das hat, glaube ich, da mitgespielt, dass er so schnell um die Pylonen rumfährt. Okay, Bremsweg. Mhm. Bremsweg war der Audi auch sehr gut. 35 Meter, meiner, der Lotus, 35,9 Meter. Und deiner hat einen rausgehauen mit 31,4 Metern, was wirklich krass ist. Man hat mal super dosieren können. Du bist drauf, dann hast du gesehen, dass ganz leicht der Rauch aufsteigt. Dann hast du ein bisschen nachlassen und dann so ab 60 hast du wieder voll draufgekommen. Und dann ist er wirklich, das hast du, glaube ich, auch, da hat es fast die Augen aus dem Gesicht rausgehauen. Das war wirklich geil. Also 4 Meter kürzer fast als der Lotus, ist super krass. So, Gesamtzeit und dafür gibt es letzten Endes den Punkt. Bei uns beiden, unseren zwei Fahrzeugen, gell? Der Lotus hat gebraucht 19,81 Sekunden insgesamt. Aha. Und der Caterham hat's gemacht in 19,29. Yeah. Im Slalom erreicht der Audi die höchste Geschwindigkeit. Bei Beschleunigung, Bremsweg und der entscheidenden Gesamtzeit ist der Caterham der Beste. Damit kriegt der Caterham den Punkt. Jawohl, Lotus, ich habe aufgeholt. Super. Toll gemacht. Dann haben wir es doch wieder recht spannend für unsere schnellste Rennrunde. Genau. Das Rennen entscheidet, ist, glaube ich, fair. Und ich bin sehr gespannt. Es wird ein Kampf. Ja. Aber jetzt Fakt ist, das weiß ich jetzt schon, ich werde nicht mit dir mitfahren. Was ist denn jetzt wieder los? Ich fahre mit diesem Auto keinen Meter mehr. Ganz ehrlich, so ein Auto, da brauchst du einen Helm dafür. Oder wenigstens eine Skibrille und so eine Haube oder sowas. Matthias, ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe mein Verdeck, ich hab mein Verdeck etwas wärmer gewaschen und jetzt schaut es so aus. Schaust du an? Ja, warte, das da noch so nach vorne. So. Ja, so fährst du jetzt? Jetzt kann gar nichts passieren. 2 Punkte gibt's noch zu holen. Enge Wechselkurven, lange Geraden. Das ist der Kurs in Mendig. Die finale Challenge. Welche Leichtbaurakete holt hier die Bestzeit? Ich gehe jetzt auf die schnelle Runde mit dem Caterham 745. Ich gebe alles! Wirklich voll kämpfen. Oder? Die Lenkkräfte sind ganz anders. Dann beim Bremsen einfach, wenn du ein bisschen zu fest drauf gehst, blockieren die Räder schon, dann geht es in eine Richtung. Also es ist ein Kampf von vorn bis hinten. Es ist so ein bisschen wie Formelfahren. Für einen harten Gebrauch, ja. Also da ist wirklich was los. Also da macht es auch Spaß. Es ist Stress pur. Man sieht es jetzt an der Scheibe nicht. Ich bin in ein Mückendings reingeflogen. Brutalst. Brutalst. Die ganze Scheibe ist voll. Ich sehe nichts mehr. Oh. So, schnelle Runde hat er. Wird mir sehr wahrscheinlich die Zeit nicht verraten. Aber er wird hundertprozentig
tausendprozentig im Voll-Schelle-Modus sein. Schau dir mal das an! Was ist das? Ja, was ist das? Das ist ein Millionengrab. Was hast du da gemacht? Ja, was hab ich gemacht? Hey, da war ein Attackenangriff. Ich fahr so an und da fahr mir. Krass. Nee, ist also, krass. Räum den Kram weg, ich fahr. Ich glaube, dass der Lotus grundsätzlich einen Tacken mehr untersteuern wird. Was, glaube ich, an dem Mittelmotorkonzept liegt. Ich werde alles geben, um den Nicky in Grund und Boden zu fahren. Zwei Punkte gibt's noch zu holen. Ah, und los geht die wilde Fahrt. Ah, da war das Untersteuern. Jetzt kommen wir mal gut wieder rein. Drehzahlbegrenzer, das hat genau gepasst. Eieieiei, schön rausgetrieben hier. Und hart ans Gas ran. Ah, untersteuern, wirklich heftiges Untersteuern. Das war meine Runde. Du hast so latent immer das Gefühl so, wo ist meine Leistung? Du willst eigentlich noch 100, noch besser 200 PS mehr haben. Das ist Wahnsinn, aber es ist so. So, also, ich kann mir ganz ehrlich sagen, den hat ihr einer komplett ausgewrungen. Ne? Ich habe alles gegeben, was dieses Auto imstande ist zu liefern. Also das, was ich gesehen habe, war wirklich alles. Wirklich. Ja. Mehr ist in dem Auto nicht drin. Die schnelle Runde entscheidet. Dann kommen jetzt die Zeiten auf den Tisch. Ja, ich würde sagen, unter 1.03 waren wir, oder? Nicht? Doch. Logisch. Logisch war es unter 1.03. Ehrlich nicht. Jetzt ganz ohne Schmarrn nicht. 1.04.751. Ich mag das wirklich gerne, weil es ist pur und so. Aber es untersteuert und es hat zu wenig Leistung. Also, was hast du jetzt gebraucht, Niki? 1.01. Brutal. 4.1. Alter Schwede. Das Ding macht auf seiner Seite Spaß. Und mir macht sehr viel Spaß, dass ich die gesamte Challenge gewonnen habe durch den Sieg in der schnellen Runde. Herzlichen Glückwunsch, Niki. Vielen Dank. Der Sieg geht an mich. Yippie! Ganz toll gemacht. Ja, hervorragend sogar. Aber das komplettere Auto, das, was auch du lieber haben wollen würdest, das steht hier. Wenn wir jetzt. Du hast es gehasst, jetzt gib's mal offen zu. Also ich find's jetzt wieder so als Siegerfahrzeug geil. Ja, genau. Komm, wir fahren nach Hause, Niki. Feierabend. Ja, ich würde sagen, ciao.